heute ein neues Video bei Ruhrpott Outdoor. Und diesmal, weil ich getaggt wurde. Und zwar vom Martin von Camp Kramer. Es geht um die altbekannte Nummer mit den 5 wichtigsten Survival-Items. Auf was kann man nicht verzichten, was hat man immer dabei und was hält man für unverzichtbar in einer Survival-Situation. Das will ich euch heute zeigen. Ja Martin, erstmal schönen Dank fürs Taggen. Und hier oben verlinke ich auch gleich mal auf deinen Kanal, damit die Leute auch mal deine Videos sehen können, die ich übrigens sehr, sehr gut finde und deswegen natürlich auch deinen Kanal abonniert habe. Ja, und hier kommen meine 5 Survival-Gegenstände. Mein erster Gegenstand ist natürlich, ganz wichtig, eine Flasche Bier. Das darf natürlich nicht irgendein Bier sein. Das muss schon ein ordentliches Survival-Bier sein. In dem Falle habe ich natürlich ein Dortmunder Bier gewählt. Mein zweiter absolut unverzichtbarer Survival-Gegenstand ist eine Portion Currywurst-Pommes-Mayo. Auch hier sollte man darauf achten, dass der Fettanteil der Mayo unheimlich hoch ist. Die Pommes müssen ziemlich überbraten sein und die Currywurst sollte aufgewärmt sein, so wie es in Dortmund üblich ist. Viel Currypulver drüber, das Ganze in einer schäbigen Plastikverpackung mit einer Tüte drum und los geht's. Mein dritter Gegenstand ist, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, eine Plastikgabel, damit man dieses wunderbare Menü auch dementsprechend gut zu sich nehmen kann. Hierbei sollte man darauf achten, dass es sich um eine Plastikgabel aus einer Pommesbude handelt, die man natürlich nicht nochmal verwerten kann, weil einem die Zinken abbrechen. Survival-Gegenstand Nummer 4 ist natürlich ein Erfrischungstuch, mit dem man sich die Fresse säubern kann, nachdem man diesen ganzen ekelhaften Kram zu sich genommen hat. Unverzichtbar und ganz wichtig für jede Survival-Situation. Last but not least kommen wir zum letzten Gegenstand, mein 5. und natürlich wichtigster Gegenstand. Nach einem so guten und üppigen Mahl sollte man natürlich auch noch einen Nachtisch dazu reinhauen. Die taktische Wurst, wie ich sie gerne nenne. Eingefasst in einem Brotmantel überdauert sie selbst einen Atomkrieg. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Auch wenn das in Dortmund so etwas Ähnliches wie ein Survival-Gegenstand ist, ist das natürlich nicht meine erste Wahl. Hier kommen meine richtigen 5 Survival-Items. Ich habe lange überlegt und habe mir gedacht, dass man vielleicht was anderes nehmen sollte, als das, was alle mitnehmen würden. In fast jedem Video ist die Beschreibung dieser 5 Items nämlich in etwa ähnlich. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das auch seinen Grund hat. Diese Gegenstände sind einfach unerlässlich und deswegen fange ich jetzt einfach mal mit meinem ersten Gegenstand an. Eine Flasche, in dem Fall eine Clean Canteen aus Edelstahl, finde ich unverzichtbar, weil man damit Wasser transportieren und auch abkochen kann und somit auch trinkbar macht. Für mich unverzichtbar und unheimlich wichtig, weil ohne Wasser kommt man nicht besonders weit. Das wäre Gegenstand Nummer 1. Mein zweiter Survival-Gegenstand, auf den ich nicht verzichten möchte, wäre mein Messer. In diesem Fall das SI3. Das ist ein wunderschönes Messer. Man kann damit Holz spalten, Batoning, man kann damit schnitzen, man kann Sachen durchtrennen, Schnur schneiden etc. Auch vielleicht als Verteidigungswaffe geeignet, vielleicht auf kurze Distanz nur gedacht, aber auf jeden Fall für mich unverzichtbar. Nummer 2, das Messer. Mein dritter Gegenstand, der Feuerstahl. Für mich unverzichtbar, weil man ihn eigentlich überall reinpacken kann. Er ist klein und macht Funken in einer Temperatur von fast 3000 Grad und zündet bis zu 7000 Mal. Dagegen ist ein Feuerzeug oder 20, 30 Streichhölzer, die man mitschleppt, natürlich überhaupt nichts. Es kann nass werden und funktioniert trotzdem noch. Feuer ganz wichtig, um hier draußen zurechtzukommen. Also für mich unverzichtbar, Gegenstand Nummer 3, der Feuerstahl. Survival-Gegenstand Nummer 4 wäre in meinem Fall mein Schlafsack. Schlafsack ist unverzichtbar. Man kann in der Natur einen Shelter bauen, man kann sich einen Unterstand bauen, sich vor Regen schützen etc. Deswegen ist auch kein Tarp oder ein Poncho bei mir auf der Liste, sondern dieser Schlafsack. Ich finde es unheimlich wichtig, nachts warm zu bleiben. Wer auskühlt, stirbt. Und ansonsten ist es, glaube ich, unheimlich schwer, sich in der Natur irgendwas zu basteln, was so ähnlich wie ein Schlafsack ist. Ja, kommen wir nun zum letzten Gegenstand meiner 5 Survival Items. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht das hier noch einpacken sollte. Das ist ein Poncho. Man kann ihn als Regenschutz benutzen oder auch als Tarp aufspannen. Fand ich allerdings etwas übertrieben, wenn man bereits einen Schlafsack hat. Denn so etwas kann man sich natürlich in der Natur auch ganz leicht selbst bauen. Das gleiche gilt auch für Paracord oder Schnur oder sonst irgendwas in der Art. Man ist ohne weiteres in der Lage, sich aus Brennnesseln oder aus Baumrinde Schnur zu basteln und zumindest
ja, rudimentär Sachen zusammenzuschnüren oder beieinander zu halten. Deswegen wäre das für mich nicht unbedingt ausschlaggebend. Ich bin jetzt bei der Survival-Situation davon ausgegangen, dass es sich um eine SHTF-Situation handelt. Man hat also eine Art urbane Survival-Situation. Und ich hatte vorhin schon angedeutet, dass ich mein Messer auch als Verteidigungswaffe sehe. Würde mir allerdings in dem Falle nicht ausreichen. Deswegen wäre ganz klar in einer wirklichen Survival-Situation mein letzter und somit wahrscheinlich auch wichtigster und lebenserhaltendster Gegenstand eine Schusswaffe. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache und manche sagen, was hat das mit Survival zu tun? Allerdings, wenn es ums Überleben geht, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass die Sachen, die man jetzt schon dabei hat, also meine anderen vier Gegenstände, auch von anderen Leuten begehrt werden und diese versuchen, diese Gegenstände an sich zu nehmen. Und dem werde ich auf jeden Fall entgegenwirken, koste es, was es wolle. Schlafsack. Container für Wasser. Messer. Feuerstahl. Und Meinungsverstärker. Ja, das waren nochmal meine 5 Survival Items im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das so sein sollte, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Ich danke Martin nochmal fürs Taggen und wünsche ihm weiter viel Erfolg mit seinem Kanal und seinen Abonnenten. Auf jeden Fall eine super Arbeit, die du da machst. Wie gesagt, in der Beschreibung unten ist auch nochmal der Link zu Martins Kanal, wer nochmal draufschauen möchte und seine Videos ansehen will. Ansonsten würde ich sagen, Glück auf und bis bald. Oder wie Martin sagen würde, geht raus, denn daheim sterben die Leute. Tschö. Und bevor ich es vergesse, ich muss ja auch noch 3 Leute taggen, die als nächstes dran sind mit der Challenge. Zeigt mir eure 5 Survival Items. Und ich nominiere hiermit als erstes Gear for All, als zweites Bushcraft Bavü und als drittes den Frankenranger. Ich hoffe, ihr habt noch nicht an der Challenge teilgenommen. Ich habe in euren Videos nachgesehen und habe nichts gefunden. Wenn doch, habe ich Pech gehabt und muss noch jemand anderen nachnominieren. Aber ansonsten freue ich mich auf eure Videos. Bis dahin, Glück auf!